sind wir mit einer neuen Folge Jazz Moment of the Day mit mir, Caro. Ich mache heute den Boogie Forward. Den kennt ihr auch bestimmt schon aus dem Shim-Sham. Für alle, die den Shim-Sham kennen, ist ein ganz klassischer Move, mit dem wir uns nach vorne bewegen können. Wir brauchen dann nachher auch was zurück. Ich mache einfach nur nachher Schritte zurück, nicht, dass ihr euch wundert beim Vormachen, weil die Rückwärtssteps sind natürlich dann eine extra Folge. Der Boogie Forward ist ein ganz entspannter Schritt, weil es sind immer auf zwei Counts im Prinzip ein Step. Ich mache es jetzt einmal kurz vor und dann mache ich den Breakdown. Ja, es wäre 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ihr habt gesehen, ich habe angefangen auf 8. Der Schritt besteht immer auf 2 Beats und es fängt an auf die 8, 2, 4, 6. Ja? Und im Prinzip machen wir dann immer 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also immer auf den ungeraden Zähler setzen wir den Fuß ab, ja, von der Seite. 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Und was ihr seht, was ich jetzt mit dem Fuß hier mache, ist ein kleiner Kick. Einfach nur, weil der Move ist ein bisschen breiter. Wir wollen nach vorne gehen, die Füße gehen ein bisschen voran. Und damit man nicht irgendwie in so eine komische Schräglage kommt und einen ich schleich mal durch die Gegend macht, kann man ganz gut da so einen kleinen Kick mit einbauen. Ja, von der Seite zwinkelt das Bein so ein bisschen an. Ja, und es gibt noch so einen kleinen extra Effekt. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Von der Seite nochmal. 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Und was interessant ist bei den Schritten ist, wenn wir normalerweise gehen, geht Ferse zuerst, richtig? So. Und in dem Fall, weil unsere Füße uns ein bisschen vorausgehen, rollen wir eher so ab. Also wir machen 8, 1, 2, 3, 4, 5. Nur das, was die Füße machen. Das heißt, wir setzen den Fuß von vorne nach hinten ab. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, es gibt noch eine, also wenn ich es tanze, ich tanze mit ein bisschen mehr Hüfte, kommt auch ein bisschen drauf an, was man anhat. Gerade auch für die Ladies kann es interessant sein, um dann noch so ein bisschen mehr Pfeffer reinzubringen. Einfach die Hüfte ein bisschen mehr reinnehmen. Einfach schon beim Rausgehen denken, man lässt sich so richtig schön in diesen Schritt reinsinken. 8, 1, 2, 3. 5, 6, 7. Sieht von der Seite im Prinzip genau aus wie vorher, aber von vorne macht es einen riesen Unterschied. Ja, ich lasse mich da so richtig rein. So, und für Arme könnt ihr verschiedenste Dinge machen. Ihr könnt mich am Anfang einfach ganz relaxed die unten lassen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder nur mit einer Hand. Ihr könnt sie hochnehmen. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es gibt für den geradeaus noch ein ganz cooles Styling mit Clap hinten, immer auf die 8, 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder eben gerade wenn die Hüfte ist, ist es ganz schön, wenn die Arme auch oben sind. Man kann aber auch hiermit betonen, ich mache es dann lieber oben. Ist dann 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, damit wirklich der Weg frei ist, damit man diesen Hip Sway sieht. Ja, ich glaube, ich mache mal Musik und dann seht ihr einfach, wie ich zusammengesetzt ist. Nicht verwundern lassen, beim Zurückgehen mache ich jetzt einfach nur Schritte nach hinten, damit ich wieder zu euch nach vorne kommen kann. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ihr seht, das kann man immer mal einbauen, je nachdem, wie ihr Lust habt, Hände hoch, Hände runter. Hauptsache nach vorne für den Boogie Forward und ganz bald kommt dann auch der erste Schritt, wie ihr da wieder zurückkommt. Dankeschön!